Ja, liebe Wanderinnen und Wanderer, unterwegs ist mir ein Fehler passiert. Ich habe einen Berg falsch benannt. Der von euch als Erster, das herausfindet, welchen Berg ich falsch benannt habe und wie er richtig heißt, kann es mir unten in die Kommentare schreiben. Der Erste, der das rausfindet, kann eine Wanderung auslesen, wo ich für ihn organisiere und begleite. Ich wünsche viel Spaß dabei. Bin gespannt, ob das jemand herausfindet. Jetzt verliere ich wieder an Höhe. Die höchste Stelle jetzt verlassen. Da sieht man sogar bis zum Niesen. Das ist dieser Berg hier hinten da. Und da ganz vorne hier ist noch ein Sendeturm. Dort kommen wir unten dann vorbei. Also, jetzt geht's wieder runter. Von da oben da komme ich jetzt her. Das ist der Remiskumme da hier, diese Alp. Und ich glaube, da vorne über diesen Hügelzug da bin ich mit der Rutt runtergewandert. Und da sind noch ein paar Kühe am Siesta machen. Die genießen die Sonne. Von dort ganz oben komme ich jetzt runter, diesem Wald oben. Jetzt umkehren. Die Herbstfarben sind einfach so schön. Da ist noch eine Flur und wieder eine schöne Aussicht ins Emmental. Und da bin ich in der Hülle, immer noch auf 1136 Meter. Und da ist noch 3 Stunden und 10. Ich habe wahrscheinlich noch ein bisschen länger, weil ich noch einen kleinen Umweg mache. Da vorne ist der Sender. Sieht ihn gut da. Dort komme ich unten vorbei. So, jetzt geht es hier hoch. Es ist einfach schön. Diese Hügel da drüben. So gut aus. Und da der Weg. Da noch einen Blick zurück. Schaut doch einfach diese Landschaft an. Oh, einfach schön. Jetzt hatte ich lange eine Straße. Aber da geht es jetzt wieder über eine sehr schöne Weide. Übrigens habe ich noch gesagt, dass ich alleine unterwegs bin, ohne die Rutt.
das stimmt eigentlich nicht so ganz. Vielleicht habt ihr zwischendurch meine heimliche Begleiterin gehört. Sie sagt mir immer, wodurch das ich muss. Das ist so was Praktisches. Oh, noch was, ein Sumpfgebiet da unten. Hier drüben sind Ruth und ich durchgekommen. Und da, auf dieser großen Weide da, haben mich und Ruth die Ziegen begleitet. Und da ganz unten im Tal wäre Eckiwil, auf dessen Gemeindegebiet ich jetzt schon lange unterwegs bin. Jetzt ist es lange runtergegangen und da geht es auf einmal wieder hoch. Auch ein bisschen ein mühsamer Weg mit sehr vielen Steinen. Zwischendurch mal eine schöne Aussicht auf die andere Seite und den Niesen. Ja, der Senderturm kommt immer näher. Noch ein Blick in die Berge. Wir sind hier im hinteren Blattbach. Schön geschmückte Bauernhäuser. Und da eine uralte Buche. Und da sieht man schön wieder in die Bergwelt. Da habe ich jetzt einen ganz schönen Platz ausgewählt für eine Pause. So, und jetzt geht es wieder weiter. Die da haben auch Siesta. Da Blick auf die andere Seite runter. Und da noch der riesige Baum, eine Linde. Wieder ein toller Wald. Und da vorne ist noch das Restaurant Blattbach, auch sehr bekannt. Und da kommt noch eine schöne Linde zum Vorschein. So schön.
Ja, da sieht man weit da oben. Da vorne noch mal der Blattbach. Ich gehe jetzt aber dann da vorne links hoch. Und da oben ist der Sendeturm. Ein fantastischer Ausblick. Über diese Ebene da unten bin ich jetzt gekommen. Und da sieht man nach Eidbühl runter. Da sind wir ja schon ein paar Mal durchgewandert. Und rechts davor wäre dann Eckiwil. Es ist einfach so schön. Da unten ist einer noch am Mähen, Weidepflege. Jetzt da ein bisschen weiter vorne habe ich eigentlich geplant gehabt, geradeaus zu gehen, nach Eckiwil runter. Da ich aber doch jetzt noch so früh bin, zweige ich jetzt hier dann rechts ab und wandere noch nach Langnau. Da kommt dann noch ein Highlight. Der älteste oder zweitälteste Tunnel von der Schweiz werden wir durchqueren. Auch da oben wird man von Fluglärm gestört. Geht doch ziemlich weit runter. Und da habe ich jetzt schon fast alles abgewandert. Eine Wanderung ist noch geplant über diesen Hügel da hier vorne da. Und auch hier so schön. Mit sich immer mehr. Einfach toll. Und da hier unten hätte ich zuerst geradeaus weiter wandern wollen. Jetzt nehme ich aber einen anderen Weg und gehe da unten beim Hof da hier durch der Seite da entlang. Vorne sieht man den Weg wieder und dann komme ich zu diesem Tunnel. Da hat man eine schöne Weitsicht. Ich weiß nicht, ob das da hier vorne Signau ist. Könnte sein. Da befinden wir uns wieder auf dem Transwiss Trail, der vom Bodensee zum Genfersee oder auch umgekehrt begangen werden kann. Schöner Weitwanderweg. Ich habe den vor Jahren mal gemacht. Dann kenne ich diesen Weg auch schon vor noch nicht allzu langer Zeit. Bin ich mit meiner Schwester und den zwei Jungs da durchgewandert.
von Eckiwil nach Langnau. Ich weiß also, was mich da noch erwartet. Da hierdurch war es schon das letzte Mal für mich sehr interessant. So solche Gegenden wie da, das gefällt mir. Und heute ist es noch viel schöner, die Farben. Oh, diese Fluggegend. Und das Hegeloch, dieser Tunnel, der ist hier vorne irgendwo da. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf der rechten Seite. Da hier vorne, geradeaus, ist der Tunnel. Wie gesagt, es ist der älteste oder zweitälteste der Schweiz. Da habe ich wieder einen schönen Waldweg. Da geht es doch sehr steil hoch. Heckeloch, noch 5 Minuten und da ist schon die erste große Fluh. Es geht da der Weg dieser Fluh entlang. Das ist jetzt dieser Tunnel. Soll der älteste oder der zweitälteste der Schweiz sein. Ich glaube, am Grimsel ist noch einer, der älter ist. Nicht ein langer Tunnel. Aber es ist doch ein Tunnel. Und auch da ist wieder eine große Fluh. Und das ist der Eingang da. Da haben wir den geografischen Mittelpunkt vom Amt Signau. Und diese Bank kommt auch 3 Personen bekannt vor. Und das ist die Aussicht.
doch so schön. Und da drüben, diese Straße, wo man da sieht, da muss ich jetzt dann wieder hoch. Und liebe Wanderbrüder, hier drüben sieht man auch etwas, was ihr kennt, die Lütteren Alp. Und da unten sieht man noch einen Zug. Ich hoffe, ihr seht den auch. Ja, von da drüben komme ich jetzt her. Das sind auch Kühe, friedlich und Weiden. Und da sieht man Surfschrattenfluh. Also die ist auf der Rückseite von diesem Berg da. Und da geht es steil wieder bergauf. Das ist der letzter längere Aufstieg. Es kommt dann noch weiter vorne ein ganz kurzer. So, ich habe da wieder einen Aufstieg bewältigt. Hole wieder den Bergpreis. Da oben ein Holzplatz. So, jetzt geht's wieder runter. Schön. Eine wunderbare Aussicht. Da oben fast alles flach. Und da unten in diesem Tal fließt die Emme. Ja, Eigenmönch und Jungfrau, die anderen Schneeberge. Schön, der Ausblick von da oben. Da ist ganz ein schöner Waldweg. Und ich habe zum Glück schon wieder ein bisschen an Höhe verloren. Jetzt habe ich schon ziemlich einen Abstieg hinter mir. Und da vorne, genau da vorne hier, geht es dann nochmal ein bisschen hoch. Und das ist dann der letzte Aufstieg. Jetzt geht der Weg da noch an diesem Wald entlang. Da vorne
Mit diesen Linden mache ich noch eine Pause. Auch von da hat man wieder eine sehr schöne Aussicht. Übrigens, das da unten war auch mal ein Restaurant. Jetzt nicht mehr. Ah, ist doch schön. Da sieht man Langnau. Und hier das Emmental runter. Und hier noch das Emmental rauf. Schön da oben. Da mache ich jetzt noch eine Pause. Da eine Treppe runter. Und da ist ganz ein schöner Weg. Dann Wald entlang. Ein bisschen viele Steine, he? Da muss man schon ein wenig aufpassen. Das könnte noch zum Teil glatt sein. Da an dieser Stelle stand früher noch die Erdburg Zwiegard. Nichts mehr davon erhalten, außer da zwei Hügel. Da geht's hoch und wahrscheinlich war sie mal hier oben. Jetzt geht's doch ziemlich steil runter in diesem Wald. Treppen. Bin ja froh, dass ich die nicht hochgehen muss. Das da im Zickzack. Da diesen Wald runter. Bin immer noch im Wald. Immer noch so über kleine Treppen. Zum Glück muss ich das nicht im Winter machen. Geht der Weg da unten weiter. Ich bin immer weiter unten. Jetzt habe ich nicht mehr weit. Bis nach Langnau. Schon fast geschafft. Aber es ist da oben immer noch so hügelig. Da ist auch noch schön durch diesen Wald. Geht ganz leicht runter. Ist doch ein Zeichen, dass ich schon bald unten bin.
Da kommt sicher ab und zu auch noch Wasser. Heute ist fast keines drin da. Ganz wenig da drüben. Ich hab's fast geschafft. Da unten, zweiter Wanderweg links ab. Da noch so eine Hochfläche. Noch ein schöner Weg. Da oberhalb Langnau. Da unten ist schon Stadtgebiet. Jetzt überqueren wir die Ilfis wieder. Die haben wir ja heute Morgen in Wicken beim Start schon mal überquert. Und da vorne ist bereits Langnau. Jetzt geht unsere Wanderung Richtung Bahnhof.